Im zentralen Hochland Papua-Neuguineas, in der Nähe von Tari, lebt einer der wildesten und stolzesten Stämme der Insel. Von den rund 1000 ethnischen Gruppen ist er mit 75.000 Angehörigen der größte. 1935 trafen zwei australische Goldgräber als erste Weiße auf das kriegerische Volk der Huli. Ihre Dörfer sind zum Schutz vor Feinden von Mauern umgeben. Blutige Kämpfe zwischen den einzelnen Familienclans sind bis heute keine Seltenheit bei den Huli. Zentrum eines jeden Dorfs ist das Männerhaus. Hier leben die Männer unter sich. Sie diskutieren über vergangene und künftige Stammesfehden. Frauen haben keinen Zutritt. Die Huli-Männer glauben, dass zu viel Kontakt zum anderen Geschlecht ihrer Gesundheit schadet. Neben Kämpfen und Jagen haben die Männer noch eine zweite große Leidenschaft: Perücken. Sie sind ein Symbol für Männlichkeit. Seit über 1000 Jahren pflegen die Männer der Huli diesen besonderen Perückenkult. Das Haar stammt vom eigenen Kopf. Die Huli färben es mit zerriebener Tonerde ein und kleben es mit Schweinefett zusammen. Das Fertigen des Kopfschmucks kostet viel Zeit. An besonders aufwendigen Perücken arbeiten die Huli bis zu 3 Jahre. Die Haare für ihre erste Perücke lassen sich die jungen Huli-Männer während ihrer Ausbildungszeit zum Krieger wachsen. In diesen 18 Monaten lernen sie alles über die Kriegskunst und die Pflege ihrer Haare. Die ist nicht immer angenehm, denn das Haar muss von einem sperrigen Bambusrahmen in Form gehalten werden. Zwölfmal am Tag benetzen die jungen Männer ihren Schopf mit Quellwasser. Das magische Wasser soll das Haarwachstum fördern und es vor Austrocknung schützen. Die Huli sind überzeugt, im Paradies zu leben. Ihr großes Vorbild in puncto Schönheit ist der Paradiesvogel. Der Besitz seiner Federn gilt unter den Männern als höchster Luxus. Dem Paradiesvogel eifern die Huli auch bei der Körperbemalung nach. Die Farben wählen sie gezielt aus, um ihren jeweiligen Gemütszustand anzuzeigen. Gelb und Rot sind Zeichen des Wohlbefindens. Auf Kampfbereitschaft deutet Schwarz hin. Der Akt der Bemalung dauert oft mehrere Stunden. Während die Männer sich um ihr Aussehen kümmern und täglich viel Zeit darauf verwenden, arbeiten die Frauen und Kinder auf den Feldern innerhalb der Dorfmauern. Dort bauen sie Gemüse, Bananen, Zuckerrohr und Süßkartoffeln an. Auf ihre Schweine geben die Huli besonders gut Acht. Sie sind unter anderem Zahlungsmittel und deshalb sehr kostbar. Zu besonderen Anlässen, zum Beispiel bei Siegesfeiern, wird eines der wertvollen Schweine geschlachtet. Höhepunkt solcher Feste ist das sogenannte Sing Sing, der traditionelle Hüpftanz. Zum Rhythmus der Handtrommeln ahmen die Männer den Schrei des Paradiesvogels nach. Es heißt, dass die Huli-Krieger in vergangenen Zeiten nach einem siegreichen Kampf die getöteten Feinde verspeist haben. Kannibalismus ist heute auf der wilden Insel verboten.